Viele Abmahnungen werden zurzeit verschickt in Zusammenhang mit Google Fonts. Hier ein paar Tipps und Tricks im Umgang damit. Die Tage werden viele Abmahnungen verschickt im Zusammenhang mit der dynamischen Einbindung von Google Fonts. Verlangt werden nicht etwa Unterlassungserklärungen, sondern 170 Euro Schadensersatz. Die Frage ist es eigentlich berechtigt? Was kann ich tun, um mich dagegen zu wehren? Also zuallererst, an sich ist die dynamische Einbindung von Google Fonts rechtswidrig. Und zwar, weil beim Besuch einer Webseite werden, wenn Google Fonts dynamisch eingebunden wird, automatisch die IP-Adressen des Besuchers an Google weitergeleitet. Da Google seinen Sitz in den USA hat, ist es eine Verletzung personenbezogener Daten. Also das heißt, das informationelle Selbstbestimmungsrecht wird, wenn man nicht ausdrücklich dem zustimmt, dass man das möchte, dadurch verletzt. Das heißt, es ist so eine Art Grundrechtseingriff. An sich ist es also tatsächlich eine Persönlichkeitsverletzung. Die Abmahnungen, die zurzeit aber versandt werden, haben eine andere Richtung. Zwar wird vorgeschoben, dass es eine Persönlichkeitsrechtsverletzung sei, gleichzeitig ist es aber so, dass die Leute, die da drauf gehen, um eine Webseite zu prüfen, wohl wissen, dass dahinter möglicherweise Google Fonts dynamisch eingebunden wird. Das heißt, Sinn und Zweck des Schmerzensgeldes, das bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen angewandt wird in der Rechtsprechung, wird hier etwas konterkariert. Dazu kommt, dass in den Abmahnungen ganz häufig nicht mal die Adresse des Abgemahnten steht. Das ist aber völlig üblich bei anwaltlichen Abmahnungen, dass man genau kennzeichnet, wer ist eigentlich mein Gegner. Und zu guter Letzt werden Urteile zitiert, die den Eindruck erwecken, als gäbe es eine gefestigte Rechtsprechung zu der Thematik Schadensersatz wegen Google Fonts Einbindung. Das ist aber mitnichten der Fall. Es gibt ein einziges Urteil, das rechtskräftig ist, nämlich vom Landgericht München aus Januar 2022. Das heißt, es könnte sich lohnen, sich dagegen zu wehren. Man muss auch schauen, ist in der eigenen Abmahnung erwähnt und auch wirklich hinten dran gehängt der Beweis, dass es dokumentiert wurde, dass Google Fonts dynamisch eingebunden wurde und die IP-Adressen weitergegeben wurden. Wenn das nicht der Fall ist, wird es auch schwierig für die Gegenseite im Prozess. Wenn Sie die Thematik weiter interessiert, in unseren Datenschutz-Weeklies der Lido GmbH, jeden Mittwoch von 12 bis 1, behandeln wir solche Themen und jetzt natürlich verstärkt, da die erste Abmahnwelle unterwegs ist.